So, ich war jetzt bei der Physiotherapie und ich hatte noch einen Termin bekommen, obwohl ich ja erst später einen Termin haben sollte. Und aber den habe ich jetzt früher bekommen, weil einer ausgefallen ist. Fand ich ganz gut. Und ich muss sagen, sehr gut. Und sie hat auch gesagt, oh Gott, ist das verrückt. Also das tat aber auch richtig weh, sag ich euch. Also das tat so weh. Also sie konnte da auch nicht richtig, also sie musste schon, aber sie muss das langsam machen. Das ist alles so hart geworden und das muss ich jetzt erstmal langsam wieder hinkriegen. Ja, ich habe da jetzt neue Termine bekommen, immer früh morgens. Ja, das habe ich, und sie war aber sehr nett und sie meinte, und sie haben auch ein Hohlkreuz. Ich sage, was habe ich? Das hat mir noch nie einer gesagt. Doch, sagte sie, sie haben ein richtiges Hohlkreuz. Und wenn sie dann noch mit der Bandscheibe haben, das ist ja gar nicht gut. Ja, dann hatten wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, aber war ganz gut gewesen. Es tat zwar weh. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Mal schauen. Das war meine erste Physiotherapie jetzt bei einer anderen, weil hier ist wirklich, sag ich euch, alles voll. Also bei Physomer wollte ich ja Reha-Sport machen. Es ist alles voll, man kommt nicht ran. Also die nehmen auch keine mehr ran. Und ja, mir wird es nichts übrig bleiben, irgendwo anders hinzufahren. Weil ich glaube nicht, dass sie hier in der Kurklinik Reha-Sport machen. Ja, da würde ich mir erstmal wieder ein bisschen fahren mit der Busse. Weil Auto habe ich ja nicht. Muss ich meinen Bus fahren. Das Blöde ist bloß immer wieder mit dem Zurückkommen. Wann kommt der Bus, ne? Ja, naja. Dann wollen wir mal schauen, dass ich jetzt auch bald den Reha-Sport behalte. Ich denke mal, ich werde das auch bald von der Krankenkasse geschickt bekommen. Das geht eigentlich relativ schnell. Das habe ich heute per E-Mail rüber geschickt. Ja. Naja, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Mal schauen.